Schön, dass ihr da seid. Heute befassen wir uns mit der Ausführung des Yibipum Mokchigi und nun viel Spaß beim Video. Yibipum Mokchigi. Beim Yibipum Mokchigi handelt es sich um eine Handkantenabwehrtechnik eines kommenden Kopfangriffs in Kombination mit einem gleichzeitigen Handkantenschlag zum Hals eines Angreifers. Die Handkantenabwehrtechnik bildet der Sonal Olgul Maki und die Handkantenschlagtechnik der Sonal Mokchigi. Bei der Ausführung erfolgt ein gleichzeitiges Zusammenspiel aus dem Sonal Olgul Maki und dem Sonal Mokchigi. Der blockierende Arm bzw. die Handkante wird ähnlich wie der Olgul Maki ausgeführt und kommt etwas eine Handbreite über der Stirn zum Stehen. Beim ausführenden Handkantenschlag steht die Schulter in der Endposition etwas stärker im Vordergrund, sodass eine leicht gedrehte Körperhaltung entsteht. Koordinativ ist der Yibipum Mokchigi etwas anspruchsvoll in der Ausführung, daher wird er erst in der Taeguk Sa Yang erlernt. Der Yibipum Mokchigi sollte sowohl links als auch rechts erlernt werden.